Die Oberfläche der Erde bebt. Lange Risse spalten den Boden. Lavaströme fließen die Hänge hinunter. Ohrenbetäubender Lärm erfüllt die Luft. Felsen und andere Trümmer fliegen herum. Wolken aus vulkanischem Gas und Asche bedecken den Himmel. Nein, das ist nicht der Plot eines Katastrophenfilms. Das passiert, wenn Supervulkane ausbrechen. So wird das aber nicht ablaufen, wenn der größte Vulkan der Erde, der Mauna Loa, aus seinem langen Schlaf aufwacht. 2021 war man sich ziemlich sicher, dass er bald erwachen würde. Bisher ist er aber nicht ausgebrochen. Allerdings nimmt die Seismizität des Vulkans immer wieder zu, geht dann aber auf Normalwert zurück. Er brodelt quasi und man weiß nicht, wann der Riese vollends erwachen wird. Aber wir werden mehr oder weniger gewarnt sein, denn Fachleute beobachten die geologischen Aktivitäten auf Hawaiis größter Insel. Die Big Island von Hawaii besteht aus 5 Vulkanen, darunter der aktivste der Erde, Kilauea, und der größte, Mauna Loa. Sie machen fast die Hälfte der Landmasse der Insel aus. Und was der Kilauea an einem Tag an Lava ausstößt, könnte der Mauna Loa innerhalb von 20 Minuten ausspucken. Was er übrigens 1984 getan hat. Während der kleinere Vulkan schon seit einiger Zeit durch seine Wutanfälle auffällt, schläft der Riese seit seinem letzten Ausbruch. Aber Fachleute der Hawaii Volcano Observatory haben in letzter Zeit mehr als 200 Mini-Erdbeben unterhalb des Mauna Loa registriert. Man geht davon aus, dass sich dort ein Magmastrom sammelt. Guten Morgen, Vulkan! Bist du wach? Oder doch nicht? Falls der Mauna Loa ausbricht, würden Lavaströme den Ozean und die stark besiedelten und die touristischen Orte wie Captain Cook sehr schnell erreichen. Und zwar innerhalb weniger Stunden. Bei seinem letzten Ausbruch im Jahr 1984 kam die Lava bis an den Stadtrand von Hilo auf der anderen Seite der Insel. Dort liegt auch der Campus der Universität von Hawaii. Zum Glück hatten die Menschen ein paar Wochen Zeit, sich auf die Katastrophe vorzubereiten. Heute packen Einheimische Notfalltaschen mit den wichtigsten Dingen, einschließlich Dokumenten und Geld. Solche Taschen sind nützlich im Falle einer Notevakuierung, obwohl die meisten Eruptionen des Mauna Loa bisher nur den Gipfelbereich betroffen haben, ist bei einigen Ausbrüchen aber auch Lava bis zum Meer geflossen. Und man weiß nie, wie stark die nächste Eruption sein wird. Kennst du den höchsten Berg der Erde? Der Mount Everest? Naja, kommt drauf an. Vom Meeresboden bis zum Gipfel gemessen ist der Mauna Loa 300 Meter höher als der berühmte Gipfel des Himalaya. Der Vulkan ist so groß, dass die Pazifikplatte, auf der er sitzt, unter seinem Gewicht abgesackt ist. In der Wissenschaft heißt es, dass die Menge an Lava, die beim Ausbruch dieses Vulkanmonsters austritt, lebensbedrohlich wird. Anhand seiner dokumentierten Geschichte wissen wir, dass der Mauna Loa regelmäßig ausbricht. Zeitweise fast alle 6 Jahre. Ja, okay, sein letzter Ausbruch liegt 40 Jahre zurück, aber in der Wissenschaft ist man sich sicher, dass er bald wieder soweit ist. Erinnerst du dich an die Szene, die ich dir am Anfang gezeigt habe? Du kannst dich entspannen, bei Mauna Loa wird das wahrscheinlich nicht so ablaufen. Die Vulkane der Big Island, also auch der Mauna Loa, sind stabile Vulkane, weil es Schildvulkane sind. Man nennt sie so, weil sie nicht besonders hoch sind, dafür aber flach auf dem Boden liegen und wie der Schild eines Kriegers aussehen. Schildvulkane entstehen durch sehr flüssige Lava. Sie bildet viele dünne Ströme, die schnell fließen. Anders als die Lava eines Stratovulkans, der kegelförmig nach oben gewachsen ist. So wie der berüchtigte Krakatoa in Indonesien. Wenn also der Mauna Loa ausbricht, wird es wahrscheinlich keine Aschewolke oder tonnenweise Trümmer geben, die durch die Luft fliegen. Das Gefährlichste wird die Lava sein. Wie gesagt, Mauna Loa ist ein Schildvulkan und seine Lava ist extrem flüssig und voluminös, das heißt, sie fließt weit und schnell. Anhand von theoretischen Schlotkarten haben Fachleute des Hawaii Volcano Observatory mögliche Lavaströme erstellt. Vor allem aus Sorge, weil sich die Erdbeben häufen, wahrscheinlich ausgelöst von der Lava, die sich unter der Oberfläche bewegt. Und bei 500 bis 600 Erdbeben pro Tag sollten die Alarmglocken schon mal läuten, oder? Die Beben müssen aber nicht unbedingt ein Warnzeichen für einen nahenden Ausbruch sein. Vor etwa einem Jahrzehnt gab es auch mehrere Erdbeben, die gleichzeitig auftraten. Unter dem Mauna Loa tat sich also etwas, aber er ist nicht ausgebrochen. Stattdessen verschob sich der Vulkan ein Stückchen nach Süden, wodurch wahrscheinlich mehr Platz für das Magma entstand und es unter der Oberfläche bleiben konnte. Doch jetzt zurück zu unserer katastrophalen Eruption, die ich dir am Anfang des Videos gezeigt habe.
So eine passiert, wenn ein Supervulkan ausbricht. Das sind Vulkane, die mindestens einmal einen so heftigen Ausbruch hatten, dass sie auf dem Vulkanexplosivitätsindex Stufe 8 erreicht haben. Das ist die höchste Stufe. Supervulkane sind extrem groß, haben aber keinen Kegel. Denn meistens sind sie Reste von gigantischen Magmakammern, die einst aufflammten und eine Caldera hinterlassen haben. Man findet sie normalerweise über Hotspots. Supervulkane können Superausbrüche erzeugen. Und wenn sie das tun, spucken sie mehr als 1000 Kubikkilometer Asche, geschmolzenes Gestein und Gase in die Luft. Mit anderen Worten, 4 Supereruptionen könnten den Grand Canyon bis zum Rand füllen. Supervulkane entstehen also, wenn gigantische Mengen glühend heißen Magmas aus den Tiefen nach oben steigen. Es kommt nahe an die Oberfläche, kann aber die Erdkruste nicht durchbrechen. In einer Tiefe von wenigen Kilometern entsteht ein riesiger, unter Druck stehender Pool aus blubberndem Magma. Der Druck steigt, weil immer mehr Magma dazukommt. Und dann, peng, eine Supereruption. Die jüngste Supereruption fand in Neuseeland statt. Wenn ich jüngste sage, meine ich vor etwa 26.500 Jahren. Nein, ich war kein Zeitzeuge. Aber man geht davon aus, dass der Supervulkan unter der Oberfläche des Lake Taupo mehr als 1200 Kubikkilometer Asche und Bimsstein in die Luft geschleudert hat. Stell dir vor, 500.000 große Pyramiden von Gizeh fliegen gleichzeitig durch die Luft. So unglaublich stark war dieser Ausbruch. Doch an diesem Ausbruch war etwas seltsam. Der Taupo-Vulkan brach nicht einfach aus wie alle anderen. Nun, anfangs wohl schon. Mehr als 500 Quadratkilometer Magma hatten sich unter der Oberfläche angesammelt und der Druck stieg. Doch als das Gestein brach und der erste Teil der Lava aus dem Krater strömte, legte der Supervulkan eine Pause ein. Aber ein paar Monate später brach er aus der Erde aus. Tausende Tonnen Lava, Gestein und Asche flogen hoch in die Atmosphäre. Bis heute kann das wissenschaftlich nicht eingeordnet werden. Übrigens, das Zeitalter der Supervulkane ist noch nicht vorbei. Der berüchtigste von allen ist wahrscheinlich der im Yellowstone-Nationalpark. Dieser Riese hatte mindestens 3 megastarke Eruptionen und wer weiß, wie viele kleine. Wenn dieses Monster auch nur annähernd so stark ausbrechen würde wie vor 2,1 Millionen Jahren, würde er mehr als 2450 Kubikkilometer glühendes Material ausspeien. Vielleicht kannst du dir das Ausmaß besser vorstellen, wenn ich dir sage, dass du dieses Volumen mit 65 Millionen Rotunden des Kapitols in Washington D.C. gleichsetzen kannst. Aber man ist sich ziemlich sicher, dass der Yellowstone derzeit keine Gefahr darstellt. Damit es zu einer Eruption kommt, muss das Magma im Inneren zumindest 50% geschmolzen sein. Bei der Yellowstone-Caldera liegt der Prozentsatz aber nur bei 5 bis 15. Er ist aber nicht der einzige Supervulkan auf der Erde. Es gibt ja auch den neuseeländischen Taupo, die japanische Eira-Caldera, das kalifornische Long Valley, den indonesischen Toba. Jeder könnte eines Tages ausbrechen. Und dann gibt es noch die Fast-Supervulkane, die diesen Titel nur noch nicht erreicht haben, weil sie bisher noch keinen Superausbruch geschafft haben. 1883 brach zum Beispiel der indonesische Vulkan Krakatoa aus. Durch die Eruption wurden seine Wände aufgerissen und kaltes Meerwasser strömte in sein heißes Innere. Dieser Temperaturunterschied ließ den Vulkan mit einem ohrenbetäubenden Knall explodieren. Den konnte man noch in 3000 Kilometern Entfernung in Australien deutlich hören. Das brachte ihm den Titel des lautesten Knalls in der Geschichte ein. Obwohl die Folgen dieses Ausbruchs katastrophal waren, war er nicht stark genug, um als Superausbruch zu gelten.